Meinsen zu einer neuen Folge von God Eater 2 Rage Burst. Yay. Wir haben eine Nachricht. Gleich mal gucken. Und ich habe mich gerade irgendwie verschluckt. Und ich immer noch, wenn ich ab und zu mal husten muss. Neue Waren. Hier ist euer Lieblingshändler. Ich habe die neuen Erholungspillen 2 im Angebot. Wie der Name verrät, ist es die verbesserte Version der Erholungspille. Bei größeren Feinden lohnt es sich wirklich mit dem Überstehen. Selbst zu lange Kämpfe gut. Bevor wir jetzt hier aber rausgehen, will ich nämlich ganz kurz mal noch was herstellen. Fähigkeiten installieren und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas Schönes haben, weil ich will nämlich mal wieder diesen. Wo haben wir es denn? Gegner-LP sich drin haben. Was sind Bildung, Geschick? Okay, hier haben wir zum Beispiel nichts davon. Schusswaffe. Gegner-LP sich 3. Kommen wir sogar noch. Nee. Da müssen wir was dafür rausnehmen. Und ich würde mal sagen: Schützenwissen, komplette Schützenfähigkeit, die verschiedene Fähigkeiten verstärkt. Die maximalen OP bräuchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ja, machen wir dich weg. Wenn wir jetzt auch mal. Können wir irgendwas aufwerten? Nö. Haben nicht mal die Materialien dafür. Nö. Obwohl, warte mal. Kann man das aufwerten? Das kann man sogar aufwerten, die Sense. Zu einer Kurosense A und Shirigane-Sense. Okay. Ich bin aber kein Sensenspieler. Ausrüstung herstellen, Nahkampf. So. Nein, hier nicht. So, die hat man. Ne, das ist man auf jeden Fall stärker. Die hat verdammt einen hohen Feuerangriff. Kälteklinge Hammer. Ein Eiskatana. Könnte man die herstellen? Die könnte man sogar herstellen. Es geht zwar auf den Zeugweg, aber wir haben auch immer noch unseren Frostangriff. Also wir haben da nur noch Frost eben halt. Aber... Katana, ich meine. Nee, also unser Angriff wird auf jeden Fall erhöht. Das wird auch noch erhöht. Und ja. Aber das haben wir zur Zeit, was eben halt gegen alles macht. Auch des Kriegers, oder? Kann man davon irgendwie? Ja, genau. Ruhige Hand, was? Wenn ich Start drücke, dann Fähigkeiten-Info, ja. Ruhiger Atmen, also Hauch des Kriegers, hat eine Fähigkeitseffekt, ja. Generiert Ausdauer. Ach komm. Machen wir hier gleich mal mit drin, dann machen wir noch Fähigkeiten installieren, Nahkampf, dann machen wir hier mal nach Stufe. Dann haben wir zum Beispiel LP. Können wir schon mal unsere LP schon wieder erhöhen. So, ja, bitte rin damit. Dann haben wir Abwehr. Die Abwehr können wir natürlich auch gleich nochmal mit erhöhen. Zack, rin damit. So, und dann haben wir noch haben noch Abwehr 6 mit drin. Dann haben wir erstmal verstärkte Abwehr mit dem Schwert. Ach, und da können wir gleich mal noch gucken. Eine komplexe Unterstützungsfähigkeit, die verschiedene Fähigkeiten verstärkt. Oh, das ist aber sehr schön. So, was haben wir denn noch Schönes? Ausrüstung. Den müssen wir unbedingt irgendwann mal ein bisschen höher machen. Hat zurzeit eben halt somit eins von den besten. Einschlagrüstung. Gut. Rüsten wir beides aus. Ne, Frostangriff bitte. Mondsichel 2, stimmt, das wollte ich machen. Wir haben jetzt ja Mondsichel 3. Verbesserte X-Angriff. Eine große Klinge, die dich im kommenden Orakelzellen überladen und das Schwert knistert vor Energie. Genau, könnte ich auch hier sowas machen wie: Dein Angriff feuert größere Orakelklinge ab. Angriff formt größere Orakelklinge. Klingen. Viel mächtiger Gegner. Was?
viel mächtiger gegen Feinde, die anfällig für Schattentyp sind. Verändern noch mächtigeren Hieb, sammeln hochkonzentriert. Und was haben wir hier noch Schönes? Die aktive. Und hier müsste ich dann eben halt Angriff 1. Aber mit denen greife ich eh nicht viel an, sondern die meiste Zeit mit dem X-Angriff. Treffer heilen LP. Die aktivierten Orazellen in dem Körper resonieren mit dem Gott-Arc. Komm, probieren wir mal die Vampirklinge aus. Vielleicht nützt sie ja was. Ach ja. Einen Moment. Vize-Captain, es ist eine persönliche Frage, aber hast du etwas Besonderes getan, bevor deine Blutkraft erwachte? Nee, nicht wirklich. Hey, du nimmst mich doch nur auf den Arm, oder? Es muss doch etwas geben, eine Art Auslöser. Denk dran, ich habe nie danach gefragt. Ich vertraue dir, Vize-Captain. Oh Gott. E-Mail? Nein. Erst niemals der Auslöser. Soll das ein Witz sein? Denk dran, ich habe... Ja. Okay, der hat neue Waren. Willst du was kaufen? Was haben wir denn hier Schönes? Ja, die kaufe ich schon jedes Mal, die Erholungspillen. Hat mir früher gesagt, dass er die hat. Ja, laut einer Routinebericht von Freier gibt es einige Fortschritte bei der Vorhersage des roten Regens. Wenn wir die neue Erkenntnis nutzen können, schaffen wir es vielleicht, die Zahl der Opfer zu senken. Ich muss für eine Weile zur Satellitenbasis. Ich lasse Emil und Irina nur sehr ungern zurück, aber... Do it! Was soll ich heute zum Abendessen kochen? Ah, ich glaube, ich habe etwas Perlgraupein eingekauft und Seegras. Wenn das schmeckt. In der Basis ist es echt laut, seitdem Nana wieder da ist. Nicht, dass ich damit ein Problem hätte. Aha, so dreist es auch sein mag. Ich habe euer Gespräch über die Beziehung gehört. Es hat mich enorm berührt. Ich sehe Licht in eurem mitfühlenden Herzen. Ich stehe an eurer Seite, bis wir die Finsternis eines Tages zurückgedrängt haben. Bla, bla, bla. Ich mag den immer noch nicht. Hey, Ziel. Schiel. Oh, meine Stimme rostet langsam ein. Das ist völlig... Das bildest du dir nur ein. Das Ding kann unmöglich größer werden. Wird es größer? Das sollte eigentlich nicht passieren. Es ist eine Miniaturzüchtung und wird nicht besonders groß. Allerdings setzt es etwas Hüftspeck an. Ist beinahe doppelt so breit wie zuvor, oder? Es ist nur ein wenig müde. Wenn es sich ein wenig ausruht, ist es wieder quietsch wie dir. Ja, Mädels. Ich könnte euch das Ganze... da haben wir es. Quiek, quiek. Egal, ob es größer wird. Was soll die ganze Aufregung? Natürlich werden Lebewesen größer. Das ist hier auch größer geworden. Das hier ist auch größer geworden. Das ist doch gut, oder nicht? Ich frage mich, ob Dr. Sakaki eigentlich das zusätzliche Forschungsmaterial bestellt hat, das ich wollte. Ich habe das ungute Gefühl, dass es nicht getan hat. Ich müsste ihn wohl persönlich fragen. Haben wir irgendwo noch persönliche... Nee. Persönliche Missionen haben wir leider nicht. Das tut mir aber jetzt so richtig schön leid. Ne, haben wir hier? Hier? Ne. Ich achte da nie so drauf, deswegen gehe ich dann nochmal alles ab. Komm, gehen wir mal zu Yu. Oh Mann, eiskalt erwischt. Satsuki hat mich abblitzen lassen und dabei die ganze Zeit gelächelt. Aber es ist schon Ewigkeiten her, dass ich so ein scheuerliches Lächeln gesehen habe. Ich lasse sie lieber in Ruhe. Ja, okay. Es tut mir leid, entschuldige bitte. Satsuki, wie sieht der Plan für morgen aus? Morgen ist ein Treffen mit Fans und Fanreihe-Hauptquartier und anschließend Auftritt in der Satellitenbasis. Arbeitest du in letzter Zeit nicht ein wenig zu viel? Wenn du krank wirst, sind wir erledigt. Ja, aber ich will alles tun, was ich kann, solange ich nur die Gelegenheit dazu habe. In letzter Zeit habe ich überall um Unterstützung gebeten. Moment, bin gleich wieder da. Ich habe wirklich keine Lust auf das Fan-Treffen. Vielleicht werde ich es einmal einfach heimlich absagen. Satsuki, ändere nicht einfach meinen Zeitplan, okay? Ich habe jetzt einfach nur schnell überlesen. Wenn ich jetzt ihren Namen falsch ausgesprochen habe, dann tut es mir wirklich leid. Mich juckt gerade. Warte mal, mich juckt. Fühlt man sich schon glatt wie so ein Hund, ey. Dieses.
Kratz weiter, kraul mich am Kopf. Nee, oder. Mist. Fällt mir ein, ich sollte die Forschungsmaterialien bestellen, die Lisa wollte. Ob es schon zu spät ist? Vielleicht sieht sie drüber hinweg, wenn ich mich einfach entschuldige. Aber bitte ich das, ne, Meister? Ja, keine großartigen Laberheiten. Asna ist auch nicht mehr hier auf der Krankenstation. Ja, da würde ich mal sagen, eiskalt, machen wir jetzt mal eine schöne Mission Stufe 4. Die haben wir alle gemacht, genau. Kontrolliertes Feuer. Romeo muss mit. Ich will mal wieder Conan mitnehmen. Und... Heilstrahl. Backup natürlich wieder HW. Weil ich meinen Materialbonus haben will, dann gibt es von mir den Frostbonus. Und... Rüstung? Ja, das, ich finde die Aufstellung immer am besten. Okay. Mäp. So, jetzt lädt das wieder 2 Millionen Jahre. Der Ladesimulator 500. Das tut mir so leid. Health is optimal. Oracle readouts are good. I've got some snacks. Just kidding. You're good to go. Let's all do our very best, okay? I'm patching everyone into Shield's intel. Okay. Ich guck mir bloß gerade hier so die Lage an und denke mir so, na hervorragend. Verpiss dich. Was soll denn hier oben ausschalten? Das Katana sieht voll nice aus. Die Knüppel da unten dran sind nur so meh, aber trotzdem sieht es irgendwo nice aus. Es gibt ja wirklich übelst den Eisschaden. So. Du hörst jetzt mal auf, hier irgendwelche Unruhe zu machen. Oh, guck mal, davon liegt auch noch was, was ich einsammeln kann. So was? Leck mich, mach das mal da alleine mit dem Vieh. Ich gehe erstmal Zeug in Ruhe ein bisschen einsammeln. Ich darf mich hier nicht gleich wieder vom Platz vertreiben, bloß weil der Typ mir genau vor der Fresse sitzt. Also, wir haben so ein. Ja, ja. Rennen wir ruhig hinterher. Ja, umso besser. Können wir ruhig mal ein bisschen im Mana-Stein. Wie lange habe ich nach einem Mana-Stein gesucht? Damit ich mir die andere Waffe machen konnte. Und jetzt finde ich ihn einfach bloß hier. Irgendwo schön lächerlich, ne? Und reines Liniment. Okay. Mein Leben ist erhöht. Das ist alles, was. Das Einzige, was nicht erhöht ist, ist meine Ausdauer. Die brauche ich eh nicht so viel. Kohlefaser. Link Support Device activated. Your defense is rising. Make good use of that shield. Okay, unser. Der Link Device hat sich jetzt auch aktiviert. Sprich, wir haben jetzt. Höhere Rüstung. Und da würde ich nicht mal sagen. Mal gucken, ob das mit den Heilen funktioniert. Ich hab doch Heilen eingegeben. Warum heile ich mich nicht? Ah, okay. Beim Abschlussangriff. Und das heilt gar nicht mal wenig. Die ist eh gleich down. Oh Gott. Los, Romeo, schnappen wir. Warum zieht der Typ so gut wie nichts ab? Hab ich wirklich so eine starke Abwehr? Wenn ja, dann freut mich das tierisch. Renn mir nicht weg, Junge, ich sag's dir.
dir gesagt, renn nicht weg. Gibt's nicht zu fressen für dich, du bist eh gleich down. Es gibt neuen Gegner, okay. Primatenknochen, Primatenknochen, Primatenknochen. Rüstung plus? Nice. Ach, nicht du! Die muss ich immer so viel springen. Ah, der Vampirangriff, der fetzt wirklich. Jetzt mal bitte auf jemand anderen konzentrieren. Genau, fast 300 Schaden, dass du hier schneller damals gucken kannst. Und ich habe heute so viel Schutz, hier ist mir so irgendwie gerade schlecht. So. Wo willst du jetzt schon wieder hin, hä? Zeig dir gleich mal, wo du hingehst. Ab in die Hölle. Das ist dein Brüdern. Kannst du mal bitte mit deinem Arsch irgendwo weggehen? Ich will mal gucken, wie viel Schaden ich mache. 306. Jo, das fetzt nochmal 20% mehr Angriff. Was ist denn los? Platzt deine Rüstung langsam auf, hä? Oh, wisst ihr, wo ich mich richtig freue? Heute kommt Silence endlich raus. Ich bin mir am überlegen, mir das Spiel zu kaufen. Kronk hatte schon damit angefangen, das zu let's playen, 12 Folgen. Und ich will das nicht let's playen, weil das will ich für mich privat spielen. Aber wir reden hier von Dardelic spielen. Und... Naja, ich bin halt ein großer Dardelic-Spieler. Also ich mag die Spiele total, die Adventure und die Geschichten davon. Und Silence ist so ein Spiel, ich meine, ich mochte The Whisper's World und das nicht gerade wenig. Ich hab mir das gerne mal abends angeguckt, weil das ja wirklich wie so eine Geschichte war. Und da würde ich gerne mal wissen, wie jetzt der zweite Teil davon ist. Vor allem wie das Ende ist, weil ich will ja auch mal wissen, wie es weitergeht. Weil ich fand das schon irgendwo ein bisschen doof, dass man eben halt im ersten Teil nicht die Entscheidung hatte, ob man zurück in seine Welt geht und in der Ewigkeit lebt oder eben halt seine Welt zerstört. Sondern man wurde zwar gesagt, man wurde zu der Entscheidung gestellt, aber... Naja, ich hab davon... Man merkte davon nichts. Wenn ich jetzt gespoilert habe, der hat selber Schuld, weil das Spiel schon lange genug draußen. Aber das Spiel ist wirklich richtig schön gemacht. Wie ist das los? Und ich habe jetzt hier mal den ersten Teil gesehen von Kronk. Und ich glaube, ich werde mir den zweiten auch noch angucken, aber danach würde ich es mir selber kaufen und dann durchspielen. Junge, du bist gleich down. Komm her, du armleckende Kackfresse. So, nochmal geheilt. Los, komm, du bist gleich down. Danke. Wie weit bist du weggegangen? Ja, Romeo, du warst eine Hilfe, glaub mir. Okay. Ziel immer noch mit ihren coolen Blick, sag ich mal. Oder mit ihrer Riesenkanone. Naja. Yay! You can always count on Cannon Diva. Danke. Wir haben bestimmt plus wieder plus A bekommen. Ausdauer automatisch Regen. Okay, klingt gut. Aufladegeschwindigkeit, nee. Na, Doppel S, gut, okay. Luftkaliber
Okay, ist verstärkt worden. Tja, gehen das ein, würde ich mal sagen. Nö. Oh, wir haben schon wieder 20 Minuten und es kommt bestimmt noch ein Film. Nee, es kommt nichts gut. Weil ich muss nämlich die Folge rendern und dann noch hochladen, damit ihr morgen was zum Gucken habt. Bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen. Ciao.